ich bin Johann Noob und heute habe ich Lust, im Lotto zu gewinnen. Es gibt ja jetzt Monopoly bei McDonald's. Und ich habe mich gefragt, wie viele Menüs muss man essen, um einen Jackpot zu kriegen? Ja! Und das werde ich jetzt mit dir rausfinden. Wir sind jetzt bei McDonald's angekommen und wir bleiben definitiv da, bis wir einen Jackpot haben. Es ist schon das Essen gekommen hier. Und ich habe mir einfach schon mal eine Spielkarte genommen. Und das hier ist das Spielfeld. Hier kann ich ein Auto gewinnen. Hier kann ich ein Flugzeug gewinnen oder eine Reise. Hier kann ich Kopfhörer hören. Kopfhörer bekommen. Und hier kann ich einen Fernseher bekommen. Das ist hier schon mal gut. Und hier nochmal eine Reise. Und, oh, die braunen brauchen wir. Hier, eine Xbox. Und jetzt werde ich so lang spielen, bis ich etwas Ordentliches gewonnen habe. Runde Nummer 1. Und hier, jetzt abziehen. Hier eine blaue Straße und ein Jackpot-Code. Und die Straße werde ich jetzt hier aufkleben. Mal abmachen. Das war Straße Nummer 1. Und jetzt gebe ich den Code in mein Handy. Jetzt habe ich hier meinen Code eingegeben und gleich werde ich herausfinden, ob ich jetzt gewonnen habe oder nicht. 3, 2, 1, 0. Schade, hab nicht gewonnen. Oh, da ist eine andere Pommes mit dabei. Schmeckt aber auch lecker. Jetzt würde ich sagen, trinke ich ein bisschen. Aber bevor ich trinke, muss ich ja auch noch gucken, ob ich einen Jackpot-Code habe. Hier haben wir einmal eine orangene Straße und die heißt Wiener Straße, wie das Wiener Würstchen. Und wir haben etwas Kleines gewonnen und zwar eine Eistüte oder ein Softdrink. Auch gut. Bei den Kopfhörern. Lecker. Ich bin kopfüber. Jetzt einmal den Whip beißen. In diesem Burger schmecke ich Glück. Ich hoffe, heute kriege ich ein Jackpot. Während ich hier esse, habe ich auch schon die nächsten Sachen bestellt hier. Und das kommt auch gleich. Ein bisschen Hunger habe ich noch. Monopoly-Burger. Und hier habe ich einen Salat. Und jetzt einmal was Gesundes. Und hier habe ich eine Apfelsaft. Das heißt, dass ich jetzt mehr Sticker habe als eben. Ich möchte als erstes den Monopoly-Burger essen. Und kurz mal, was da drin ist. Eine hellblaue Poststraße. Und ein Jackpot-Code. Eine Apfelsaftschorle. Oh, das haben wir schon. Die dunkelblaue Straße Schlossallee und
wieder ein Jackpot-Code. Und jetzt hat der Salat noch eins. Hier. Wieder eine hellblaue Poststraße. Ich krieg ein Sofortgewinn. Ein Kaffee. So sieht der Burger aus. Tada! Der ist ja noch leckerer als der McRib. Der Jackpot läuft und 3, 2, 1, 0 und schade, hab's nicht geschafft. Drei Stunden und 5.788 Burger später. Nach dem 10. Menü bin ich total geschafft. Aber ich gebe nicht auf. Ich mache immer weiter. Jetzt mit dem 11. Menü. Und das hier ist meine Ausbeute. Ich habe schon bei einigen Straßen schon zwei Straßen oder nur eine. Aber ich habe auch ganz viele doppelt und dreifach hier. Alle meine Jackpot-Codes haben leider nicht gewonnen. Und hier für dieses Menü habe ich jetzt 8 Sticker. Und ich hoffe, ich kriege die Xbox. Auf geht's. Weiter geht's mit den Krabben. Hier haben wir eine hellblaue Straße und zwar die. Die habe ich noch nicht. Und hier ein Sofortgewinn. Und zwar eine Eistüte oder ein Softdrink. Okay, ja. Dann lege ich das jetzt schon mal hin, damit ich es gleich aufkleben kann. Und hier bei den anderen Krabben haben wir hier eine gelbe und eine gelbe und eine orangene Straße. Und zwar, oh, beide Straßen habe ich schon, verdammt. Jetzt weiter mit dem Pommes. Hier, die hellblaue Poststraße. Oh Mann, die hatte ich schon. Und hier ein Jackpot-Code. Den lege ich auch hier hin. Dann haben wir hier noch eine Apfelsaftschorle. Hier die orangene Wiener Straße. Die habe ich ja auch schon. Ja. Ja, hier, die habe ich auch schon. Und hier ein Sofortgewinn. Hier eine Eistüte und ein Softdrink. Jetzt gebe ich erstmal den Jackpot-Code ein. 3, 2, 1, ich habe yeah! Nein, doch nicht. Aber dafür kannst du jetzt weiter essen. Jetzt den Big Mac. Ich weiß nicht. So sieht er aus. Eine Notarztbehandlung später. Ich war jetzt bei McDonald's und zwar 12 Stunden. Ich habe auch ungefähr 2085 Burger gegessen. Und plötzlich hatte ich das Gefühl, ich krieg einen Herzinfarkt. Und deshalb habe ich kurz das Video abgebrochen. Es wurde nachher immer schlimmer und dann kam der Notarzt und hat mir diese Pommes aus dem Rachen gezogen. Vielen Dank noch an den Notarzt für sein schnelles Eingreifen. Vielleicht wäre ich sonst an dieser Pommes gestorben. Oh mein Gott. Aber jetzt geht's mir ja wieder gut. Und jetzt zeige ich euch, was ich unter Einsatz meines Lebens gewonnen habe. Hier, das hier habe ich alles geschafft. Von jeder Straße habe ich immer 2, aber nicht den dritten. Und hier habe ich alles doppelt und dreifach. Hier. Aber ich habe auch noch was gewonnen. Und zwar habe ich unendlich viele Eistüten gewonnen. Und unendlich viele Becher Kaffee.
Das heißt, ich werde 3 Nächte nicht schlafen und werde die ganze Zeit Eis essen. Ja! Tschüss! Und wenn euch das Video gefällt, liked das Video und abonniert meinen Kanal. Tschüss!